So, wir üben jetzt noch mal weiter und jetzt machen wir das Ganze mal vorwärts, damit es nicht so schwer ist. Und zwar geht es jetzt weiter nicht ermitteln dieses Grundpreises, sondern jetzt haben wir mal einen Grundpreis und zwar gegebenes Folgendes. Ich gehe ins Gesch Ja, ich nehme mal was ganz Verrücktes. Ich gehe wieder ins Stromgeschäft und sage, guten Tag, ich möchte Strom haben. Und da sagt der Verkäufer zu mir, kriegen Sie. Aber wir haben einen Grundpreis, GP, schreibe ich mal hin, von ja, 11 Euro Gesundheit. Und dann frage ich, ja, und wie ist denn das dann, wenn ich dann eine Kilowattstunde verbrauche, wie viel Geld muss ich denn dann bezahlen? Und dann sagt der Verkäufer, das sind 20 Cent. Ach, sage ich, gut, 20 Cent. Einverstanden. Und jetzt ist Folgendes gesucht, und zwar, ich möchte wissen, den Preis für, ich denke mir mal so, ich werde mindestens 300 Kilowattstunden verbrauchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Lösung fängt so an. Ich mache mir ein Koordinatensystem, also ich brauche einen Graphen, und dann werden wir mal sehen, ob wir das errechnen können. Und dann den errechneten Wert. So, jetzt hat eine Schülerin das wunderbar dargestellt. 0,2 Euro pro eine Kilowattstunde hat sie hingeschrieben, mal 300 Kilowattstunden, hat die Kilowattstunden rausgekürzt. Aber plus 11 Euro war noch der Hinweis eines Mitschülers, ergibt den Preis. Das kann man schnell rechnen, kein Problem. Achsen habe ich jetzt mal schnell eingeteilt, weil wir kurz vor der Pause sind. Denn ich habe eine Frage. Leute, wie findet ihr Mathe? Die Genau.